Hallo Waldi. Sag mal, Frosch, du bist doch Fridolin, du bist doch in Urlaub gewesen. Wo warst du denn in Urlaub? So, Freunde, da bin ich schon wieder. Was der Fridolin, der Frosch, gerade gesagt hat, wo auf die Frage, wo er war. Ich kann das mal zusammenfassen. Er hat gesagt, er war am See. Soweit, so gut. Okay, wir zeichnen hier weiter. Ich habe das schon mal. Wir nehmen uns ein unliniertes DIN A4 Papier. Und ich habe das schon mal ein bisschen hier vorgezeichnet. Ich hoffe, ihr seht das, weil das ziemlich dünn ist. Wir nehmen uns von der linken Kante. Wie soll ich das jetzt? Ja, hier. Von der linken Kante. Bis hier machen wir 7 cm, von der rechten auch 7 cm, hier unten auch, von dort nach da, 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 da. Und dann können wir da schon mal eine senkrechte runterziehen. So, indem wir das und das verbinden, zack, und hier dann auch. Dann haben wir von der Außenkante jeweils 7 cm nach hinten etwas gezeichnet. Ihr könnt auch ein bisschen mehr nehmen, denn wir wollen heute etwas ganz Besonderes zeichnen. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich nicht ein Partnerschaftstattoo mal entwerfen könnte. Und dann habe ich so ein bisschen rumgemalt und bin schnell zu dem Entschluss gekommen, ja, kann ich. Und habe das auch schon gemalt und gezeichnet. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das zeichnen. Ist relativ einfach. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel gemacht. Wir ziehen uns eine Senkrechte, eine Waagerechte. Ist gleich zweimal, hier und dort. Aber fangen wir mal hier an. Und ich sage, wir zeichnen das gleiche Motiv, einmal etwas größer und einmal etwas kleiner. Und hinterher kommt es auch auf die Verschönerung drauf an. Das zeige ich euch nicht, das könnt ihr selber machen. Aber nun zeige ich euch erst das für die Frau. Also das Kleinere. Und zwar nehmen wir uns ein Geodreieck, haben uns hier die Diagonalen reingezeichnet und gehen jetzt von dem Mittelpunkt hier nach links. Nehmen wir ganz genau 4 mm. 4, hier auch 4. Jetzt zeichnen wir uns einen Strich rein. Drehen das Ganze 180 Grad. Seht ihr, das sind 4. Von hier nach da. Auch jetzt 4. 4. Da müsst ihr sehr genau aufpassen. So, auch. Zack, die beiden haben wir schon mal. Das sind 8 mm. Andere Seite. Zack, das haben wir schon mal gemacht. Nun gehen wir gleich rüber und sagen, das gleiche, was wir hier gemacht haben, machen wir in 5 mm. Das ist dann für den Mann das Größere. Das werdet ihr nachher sehen, das passt ganz gut. 5. Als erstes zeichnen wir uns, sagen wir mal, vom Mittelpunkt nach hier oben. Sieben Zentimeter ein Punkt und hier in 7 cm ein Punkt. Dann zeichnen wir auf das für den Mann. Ich sag mal, hier ist oben. Zeichnen wir uns für den Mann 8,5 cm ein Punkt hier hin und hier unten auch. Anschließend sagen wir hier 1, 2, 3. Wir machen hier noch 1 cm höher. Von da nach da, nicht 1 cm, sondern 8 mm höher. 8 mm höher. 8, 8, 8, 8. Gut.
So, und jetzt gehen wir von diesem Punkt aus hier, 1,5 cm nach rechts. 1,5 cm. Nicht von dem Äußeren, sondern von dem nach dem anderen. Auch ein Punkt. Jetzt schauen wir ganz gut. Da auch ein Punkt. Und auf dieser Seite, wo der Mann ist, das männliche Objekt, das etwas größere, nehmen wir 2 cm. Nicht die Außenkante, sondern die Innenkante hier. 2 cm größer, das passt jetzt nicht, aber dann machen wir das passend. So, so, da ist er. 2. Und hier eine Höhe tragen wir uns den gleich. Auch 2. Hier 2. Und dann haben wir das eigentlich schon fast fertig, wie ihr euch vorstellen könnt, vielleicht, aber. Einfach nur Ruhe und Suche. Suche ist langsam, macht man hier. Sagt man hier so einen Namen. Jetzt wieder die mittleren. 2. Ist Quatsch, was ich hier gesagt habe. Wir brauchen nur den, den und den hier unten. Den hier und den hier. Wir brauchen gar nicht so viele. Ich bezeichne so viele Motive. Fast immer das Gleiche, so indirekt, nicht immer das Gleiche, aber fast ähnlich. Und dann kommt man schon durcheinander. So, Freunde, und wenn wir das jetzt gemacht haben, geht es bei der Frau, nee, bei der Frau geht es, bei dem Kleineren geht es jetzt so, wir zeichnen uns von hier auf diesen Punkt hin, einen ganz feinen Strich, ganz fein, so, dass wir den gerade so sehen. Und hier auch. Dahin. Das ist jetzt so. Jetzt sagen wir, wo er drüber geht. Den können wir noch nicht. Wir müssen noch eine Kleinigkeit machen. So, Freunde, und jetzt machen wir ungefähr hier den Mittelpunkt bei der Frau, bei dem kleineren Motiv, was das Tattoo für die Frau sein soll. So ungefähr die Mitte. Das sind hier jetzt, wie viele Zentimeter sind das? 5, 2,5. 1, 2,5, so ungefähr. Und hier auch so die Mitte. Gehen wir so 1 mm rein. Hier auch. Und jetzt nehmen wir alle unsere Zeichenkunst, sagen wir wollen jetzt von da auf diesen Millimeter und wieder zurück hier in diesen Punkt. Eine kleine Beule. Gut. So. Jetzt gehen wir 8 mm rein. 5, 6, 7, 8. Ganz vorsichtig. Und hier auch. 8. Von Punkt zu Punkt. Und dann 8. So, auch leicht rein hier. Und wenn wir das jetzt hier so gemacht haben, wie ich gesagt habe, 1 mm hier rein. Dann gehen wir hier auch 1 mm rein. Dann kommt der nämlich hier ein bisschen gebogen hier so an. Gut. Ganz leicht ist das, das ist nicht viel, das ist nur ganz leicht. Aber wenn wir das gleich mit dem Edding machen, sieht das wunderbar aus. Das machen wir hier so auf Auge, auch so ein bisschen rein hier. So, und dann kommt er das wieder raus.
auf diesen Punkt, den hier auch. Und den äußeren Strich weg. So. Ich muss mir mal einen Heading besorgen kurz. Eins. Tschakka. Zwei. Wunderbar. Das hat mir schon mal hier hingehauen. Mal schauen, wie es aussieht. Mir gefällt es, ich würde die ganze Firma kaufen. So, das ist schon mal das. Jetzt geht es weiter. Das gleiche nochmal hier unten. So, tschakka. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wo wollen wir das denn drüber drunter machen? Ja, das müssen wir so. Dann sagen wir mal, wir machen das hier drüber. Der geht drüber. Bis da. Und der geht auch drüber bis. Wo geht der denn jetzt? Bis. Noch bezeichnen bis da geht er drüber. Wenn der hier drüber geht, geht er drunter. 1, 2, drunter. Den nächsten. Und dann brauchen wir aber dieses Figelinische hier krumme nicht zu machen, weil männlich muss gerade sein. Ja. So. Sag ich mir so, ne? So. Das ist hier schon mal falsch, wie ich gesehen habe. Der geht von da nach da. Der muss nach hier. 2 cm. Innen. 2 cm. Muss man überall die Augen haben, ne? Ist nicht viel, aber schräg ist auch modern, sagt der Künstler. Der war auf dem falschen, der war hier draußen drauf, darf er nicht. Da muss man sich zwischendurch mal das Ganze so angucken, das muss man alles neu malen. Guck mal, ist hinausgerutscht, so. So, seht ihr, der war hier, also. Gut, und dann machen wir einfach nur jetzt 1 cm, weil das ist ja für den Mann. Haben wir ja gesagt, wir wollen das 1 cm haben.
So, Freunde. Das haben wir auf den Weg gebracht. Und genau das sind die Tattoos für den Mann und die Frau. Das kleinere für die Frau. Jetzt könnt ihr das schön anhübschen. Bunt malen. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt, wie ein Tattoo so aussieht. Ich habe das auch gemacht. Das zeige ich euch jetzt. So viel, so weit, so gut. So. So, Freunde, das habe ich hier auf den Weg gebracht. Ich habe hier das kleine Motiv hier ein bisschen rot reingezeichnet, ein bisschen schattiert, ganz genau, und ein paar Blümchen reingemalt. Das ist dann hier für diesen Frauenoberarm gedacht, einen Vorschlag nur. Und das hier habe ich diesen Blitz hineingezeichnet. Das ist auch ein bisschen grau gemacht, ein bisschen schattiert auch. Und das ist dann hier für diesen Männerarm gedacht. So, ich hoffe, dass ich der Aufgabe gerecht bin und die mich damit beauftragt haben und sich das gewünscht haben, dass sie auch zufrieden sind. Ich denke, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachzeichnen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Tschüss.